Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal und ich lebe noch. Es würde mich freuen, wenn ihr diesen YouTube-Kanal abonniert, aber das ist nicht das Wichtigste. Ihr werdet das Video über Facebook sehen, weil es da auch eine Gruppe gibt, die und ich lebe noch heißt. Es geht bei diesem Titel um ein Buch, um meine Biografie, die ich mit Marianne Hundl schreibe. Nun möchte ich euch mehr über mich erzählen. Ich bin 24 Jahre, komme aus Österreich und heiße, wie bereits gesagt, Ines. Oder wie die meisten von euch wissen. Mein größtes Hobby ist Schreiben, obwohl ich eine starke Rechtschreibschwäche habe. Und Musik machen. Ich schreibe auch Songtexte und Gedichte und so weiter. Und da ich durch die Multiple Sklerose schlecht sehe, tue ich mittlerweile fast nur Hörbuch hören und nicht mehr viel lesen. Ich bin ein dritter Teil von Drilling und habe noch einen großen Bruder, den ich immer vergesse zu erwähnen, aber ich habe ihn trotzdem gern. Und ja, was mache ich sonst so in meiner Freizeit? Ich habe in den letzten Tagen für und ich lebe noch einiges im Internet gemacht. Meine Hobbys sind nebenbei auch noch Webdesign und Grafikdesign. Und ich habe die Facebook-Gruppe gegründet. Ich habe einen YouTube-Kanal aufgemacht. Ich habe so viel gemacht, ich kann mich gar nicht mehr an alles erinnern. Und alles in einer Nacht. Also an einem Tag 24 Stunden, wo ich nichts geschlafen habe. Und ja, aber mir ist das Projekt sehr wichtig, wie man hoffentlich merkt. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Video und alle anderen Videos und Texte auf der Facebook-Seite. Bitte fleißig kommentieren, vielleicht den YouTube-Kanal abonnieren oder ein Like geben. Es wäre mir auch recht am Herzen liegen, wenn ihr die Videos über den YouTube-Kanal oder über die YouTube-Kanäle schaut, weil ich dafür ein paar Cent Vergütung bekomme und das natürlich auch fürs Buch verwendet wird. Aber das ist nicht so wichtig. Wir werden wahrscheinlich bis Dezember mit dem Buch fertig. Ich will aber jetzt noch nichts verschreien. Nähere Infos dazu bekommt ihr natürlich auf der Facebook-Gruppe. Ich habe noch 2 Hunde und 3 Katzen. Und noch einige andere Haustiere. Ich lebe noch zu Hause, weil das mit der Pflege nicht anders geht durch die Multiple Sklerose. Sonst gibt es eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Wenn ihr noch Fragen habt oder noch was wissen wollt, bitte einfach in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann ich dann noch ein zweites Video machen. Ich habe jetzt immer mein Käppi auf, weil meine Haare nicht gewaschen sind. Aber das wird sich morgen wieder ändern. Und naja, das war's dann mal wieder. Danke fürs Zusehen, eure Ines. Ciao.